This is the moment to go. This is the moment to shine. This is the moment to show. Show me the rocks you can climb. This is the moment to feel the path like you legally blind. I can promise this is ours, cause we built for this, built for this. Pushing buttons to us quick, push it off a new assist. Oh, y'all think we new to this? Pound for pound, break it down. Watch what we gon' do with this. Teamwork got us fluid with, make y'all look like sewages. Gave it everything when we had nothing. Gave it everything when we had nothing. Holding on. Everybody loves an underdog. Who needs to be liked? Mountain Dew Amp Game Fuel. Victory in a can. So, wunderschönen guten Abend hier zur letzten Partie, die ich heute übertragen werde. Man sieht's noch. Ich war heute in Unicorns of Love Kluft unterwegs. Bin ich immer noch. Jetzt geht's ab. Alternate Attacks gegen Team Singularity. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Danke, dass ihr schon zahlreich jetzt hier schon dabei seid. Es dauert noch einen Augenblick, bis es losgeht, aber vielleicht können wir ja so ein bisschen hier ein paar Informationen erstmal einsammeln, wie es aktuell steht. Denn SNG hat, habe ich gerade gesehen, erst 8 Spiele gemacht in der laufenden Season der MDL. Attacks gegenüber schon 12. Und so schlecht steht man gar nicht da bei Singularity. Also man hat ein positives Sieg gegen Loser-Verhalten auf jeden Fall. 5 Siege, 3 Niederlagen. Attacks natürlich Platz 3 mit 8 Siegen und 4 Niederlagen. Singularity Platz 8. Also hier ist alles noch drin. Beides Kandidaten für die Playoffs definitiv. Könnte man jetzt hier dran festmachen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ich habe ja schon ein paar Leute gesehen. Ich glaube, Arian, Cisco-Manager von Singularity, wenn er noch da ist, ist hier am Start. Reptiles, Grüße gehen raus, ihr Lieben, dass ihr hier reinschaut. Aber das Spiel wird auch übertragen drüben, glaube ich, bei Let's Cast 1. Also, je nachdem, für Geschmäcker ist gesorgt. Entweder Hypecast oder ganz normaler Cast, glaube ich. Gibt es für jedermann etwas. Ja, Grüße gehen raus. Team Singularity haben wir schon öfters übertragen. Attacks, glaube ich, auch ein paar Mal. Ich bin echt gespannt, wie die jetzt so performen. Ich glaube, diese aktuelle Season habe ich in der MDL, ist der erste Cast mit Singularity, die ich übertrage. Ich bin gespannt, wie sie hier performen auf Vertigo, wo es übrigens abgeht jetzt gleich. Ist ja doch verändert worden. Bin gespannt, wie die Taktiken so sind. Attacks hat schon letztes Mal gezeigt, dass sie es drauf haben, aber auch eher den A-Spot angreifen, anstatt den B-Spot. Ist aber auch jetzt schon wieder 2 Wochen her. Vielleicht ist es dann mittlerweile auch, hat sich da auch wieder was geändert. Und dann öfters auch mal den B-Spot angreifen. Ist halt nicht so einfach. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich glaube, Pro 100 haben wir letztes Mal gesehen und Movistar Raiders. Die waren schon etwas weiter auf dieser Map mit Taktiken. Aber man darf halt auch nicht vergessen, es ist Season 12 der MDL. Es ist eine Trainingsseason. Inwieweit, in wie voll man diese Season hier gerade nimmt, kann auch noch eine Rolle spielen. Es geht um viel Geld, definitiv. Ja, Playoffs erreichen, Klassenerhalt, Relegation. Relegation ist natürlich ungünstig, weil dann kann man auch rausfliegen wieder. Nächste Season geht es jetzt wieder heiß her für die Pro League. Ne? So, hier ist cooler. Alles da, Adrian. Vielen Dank. Ich küsse deine Augen. Mittlerweile C-Spot auf, was? Und eine Geisel. Albi mag man im Hallo, Bruno Burn. Ich sage Grüße, schön dich zu sehen, mein Lieber. Grüße gehen raus. Ich habe alles gesehen heute Morgen. Die Sonne geht auf. Ah, da muss man halt mal rein. Ja. Ich würde auch gerne mal wieder TK casten, warum nicht? Aber da ist momentan ja nicht so viel möglich. Außerdem ist Frankfurter Typ ja voll dabei. Geht ihr euch besuchen eigentlich, der gute Frankfurter Typ? Ich hoffe es mal. Der ist ja jetzt in Österreich, oder? Unterwegs. Ein guter Mann, ein guter Mann. Allgegenwärtig. So, was können wir erwarten? Ich weiß es selber nicht. Ich bin echt gespannt auf diese Partie. Für mich, Attex natürlich auch laut Tabelle der Favorit. Die Jungs sind super stark, confident. Ob man jetzt hier einen direkten Vergleich irgendwie sehen kann. Was ich sehe, ist auf jeden Fall Singularity hat gegen Pact verloren, die ganz oben stehen auf Platz 2, haben gegen Nemiga verloren, Platz 1. Also da hat man schon mal die Top-Favoriten nicht geschafft zu besiegen. Ist okay, muss man so einsehen. Attacks jetzt, der dritte Platz, auch Top-Favorit.
ist die Frage, ob Singularity sich hier eine Niederlage, sag ich jetzt mal, einfängt. Man hat gegen Skate einmal verloren, ungünstigerweise wahrscheinlich, die jetzt auch gerade ein bisschen strugglen im Mittelfeld sind. Aber was sind schon Stats? Was ist ein Best of One? Alles ist da. Etik, sagst du selber, ist besser zur Zeit. Ihr habt einen neuen Fünften. Okay, wer ist denn der neue Fünfte bei euch? Rimoy? Habe ich so noch nicht, glaube ich, noch nicht gelesen. Tobitz schon, Merz glaube ich auch. Jabi kommt mir auch. Ja, und Cellrate kommt mir schon bekannt vor. Habe ich, glaube ich, gelesen. Und Rimoy, ja, passt. Dann passt es ja. In meiner Gehirnmasse schwebte es, dass diese anderen Namen ich schon mal gelesen habe und ja auch ein paar Mal gecastet habe. Deswegen passt das auch perfekt. Und was auch perfekt passt, ist, dass diese Partie losgeht. Wir gehen rein ins Spiel. Letztes Spiel heute Abend. 4 Games an der Zahl durchgecastet. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit mir. Es geht hier ab. Team Singularity gegen Alternate Attacks in der Season 12 der MDL. Die Trainingsseason. Es geht hier auf jeden Fall um die sicheren Playoffs, denke ich mal. Die hat man auf jeden Fall schon für Attacks. Für Singularity, wenn man den Sieg hier holt, glaube ich, geht es auf jeden Fall in die Richtung. Ich glaube, man braucht noch 2 Siege. Ich glaube, mit 7 Siegen ist man in den Playoffs drin. Ich glaube, die Top 8 sollten dort sein. Bin mir aber da nicht sicher. Müsste ich mal nochmal mich schlau machen. Aber ich weiß es ja auch, Arian. Aber das wird auf jeden Fall, denke ich, jetzt schon ein Fest. Die Messerrunde gewonnen. Hat wer? Sieht aus wie Attex. Deswegen starten sie als CT. Bloß, ich glaube, bei der Map bin ich auch unsicher, weil es gibt auch Teams, die hier als Terror reinstarten. Da habe ich gerade wieder so schön den Einklang gemacht und habe hier auch etwas gewonnen. Und da pusht man einfach schnell die A-Rampe hoch. Skrunk, wie immer. Sehr aggressiv, aber da waren sie irgendwie alle zu nah dran schon. Das ist irgendwie seine Aufgabe, den A-Rampenspieler zu machen. Wurde einfach hops genommen. Die 3-Mann gegen Counterpush ist nicht da, die wir bestimmt später sehen werden. Da sind erstmal 2 Spieler hops gegangen. Und man möbelt mit dem wichtigen Counterfrag hier gegen Singularity. Die Bombe geplantet, Überzahl, gerade noch für Singularity und plötzlich STFN und Möbit am Werk. Es sind Jabi und Tobis, die jetzt beide performen müssen. Die Zeit spielt gegen Attex, damit kann Jabi und Tobis natürlich was machen. Erstmal lenkt Jabi den Fokus auf sich, da geht es im Duell, STFN im Gesicht und es ist nur noch Jabi 1 gegen 3 und Jabi macht den ersten. Wie viel kann er noch mitnehmen? Er kriegt mit, dass sie ihn pushen und haben ihn auch. Attex holt die Runde zum 1:0. Ah, nee, kein Defuse-Kit. Das sollte es nicht sein. GG Singularity 1-0. Da hat man die Kommunikationsprobleme. Slacks hätte hier diffusen müssen. Ich würde sagen, entweder lag das Defuse-Kit nach unten und man wusste nicht, wo es liegt. Ich habe es auch nicht genau gesehen. Oder es gab da ein dickes Kommunikationsproblem. Man holt die Pistole, aber dann kann man nicht diffusen und Singularity freut sich, denke ich mal, weil die haben auch schon die Runde abgegeben. Wie Takes hieß, ja, auf jeden Fall. Da hat man die Runde, glaube ich, abgeschrieben gehabt. Ne? Und da freut man sich auf jeden Fall, wenn man Damen mit Waffen reinschalten kann. Alex und Co. jetzt sofort reingeforst. 4 MP9s und eine Deagle. Ja, und Remoy mit dem Fracking SFN. Ich bin gespannt, wie Remoy heute hier performt, wenn er neu dabei ist. Wie er sich einfühlt. Ist es ein junger Spieler, ein alterer Spieler? Wie sieht es bei ihm aus? Es erinnert mich irgendwie an Pro 100, denn die haben sich ja auch, war es Pro 100? Auch einen Spieler Foster reingeholt. Müsste Point 100, glaube ich, gewesen sein. Bin mir jetzt gerade nicht 100% sicher. Und der hat hier auf Wert hier auch noch nicht optimal performt. Aber letztes Mal auf das 2. Holy moly. Da konnte er mal zeigen, was er drauf hat. Weil ich glaube, da hat man ihn nicht umsonst gepickt. Hat er viele Frags gezogen. Jetzt der Tobis mit einer guten Molo. Aber Cressy auf Close Distance. Man hat mittlerweile schon viele Spieler verloren. Cressy mit guten Schaden. Aber zu viel Shots durch die Holzwand. Keine Chance. Flawless für Team Singularity. 2:0 und Attex muss wie vorher gewinnen. Erst 21. Ja, gut. Das ist aber gut, wenn man halt mit 21 schon gepickt wird und viel Erfahrung hat. Nice. Wo kommt der her? Auch aus Dänemark? Oder? Ist eigentlich das ganze Team Singularity komplett? Ist es auf dänische Flagge? Ich hoffe doch. Ich glaube es jetzt nicht. Man kann es leider nicht anklicken im Game. Sind die komplett Dänen? Also im Nationalteam sozusagen? Ich glaube, die Dänen haben ja nur Nationalteams, ne? Ich glaube, da gibt es gar keine Mixteams, oder? Ja, ja, ja. Dänemark, ich weiß nicht. Dänemark ist ein CSGO-Land. Das ist so krass. Wie viele gute Spieler kommen aus Dänemark? Mal ernsthaft. Die kann man nicht an einer Hand abzählen. Und auch nicht an 2. Und auch nicht an 3. Und auch nicht an 5 oder 6. Es gibt so viele gute Spieler
in dieser Nation ganz, ganz stark, was da so abgeht. Muss man so sagen. Team Singularity jetzt erstmal über die Mitte am Angreifen. SFN und Slags haben es auf dem Schirm. Klar, man hat die Smokes gehört, aber das war anscheinend nur so ein bisschen Fake Reno. Man ist schon wieder am Zurückrotieren. Und möchte, denke ich mal, direkt gleich die A-Rampe anspielen. Aber wir kennen ja auch unseren Skrunk. Der war sonst immer offensiv. Hat hier das Duell gegen Jubby auch gewonnen. Deswegen hat man ihn in Hops genommen. Aber es soll nicht Richtung A gehen. Es soll doch noch Richtung B gehen. Man ist direkt oben, die Stairs. Man rennt da hinterher. Slags und SFN sind auf dem Spot. SFN ist aber schon gestorben. Wir haben seinen Mate Tracy da. Der fällt jetzt auch. Slags mit 100 HP, aber du USB nur. Kann, glaube ich, nicht mehr machen. Merz mit dem 4K. Ace darf er nicht mehr haben. Remoy gönnt sich. 3-0. Team Singularity. Und das ist doch erstmal ein gutes Zeichen. Aber jetzt bin ich gespannt, wie Attex hier zurückkommt. Man kennt sie, sie sind sehr sachlich. Sie wissen genau, was sie tun. Ich finde, bei Attex hat man immer das Gefühl, dass alles kalkuliert. Also wirklich durchgeplant. Man hat sich immer gut vorbereitet. Die machen momentan echt ein Top-Spiel. Sind für mich auch ganz, ganz oben mit dabei. Haben jetzt gerade zweimal gegen Sprout verloren, aber haben davor echt oft gezeigt, dass sie gerade Sprout gegebenenfalls schnell den Rang ablaufen können. Und Murbert jetzt hier mit dem Double Frag gegen Remoy und Savage. Das war super wichtig. Erst der Frag von Remoy und danach der Double von Murbert. Da war man wahrscheinlich in der falschen Flucht, wie man das so kennt. Kleiner Fehler von Team Singularity und super wichtig für Attex hier auszugleichen und den Vorteil erstmal zu haben. Murbert noch weiter in den Stairs wartet hier ab. Dann geht Cressy ins Duell in der Mitte, wo man nach vorne gegangen ist mit Team Singularity und holt den Frag. Die Sache ist halt, ich bin gespannt, Team Singularity, glaube ich, spielt öfters auf die Mitte an. Und das ist auch interessant, weil ich habe sonst kaum Teams gesehen, die hier auf dem neuen Vertigo gerne die Mitte anspielen. Ja, weil es ist irgendwie so nicht so geil. Ja, weil die Mitte, dann den Split auf dem Baseboard ist sehr, sehr schwierig. Muss man erst gewisse Granaten wahrscheinlich können und Taktiken etc. pp. Gar nicht so einfach. Turbis und Jug. Ja, haben wir gerade davor auch schon in der Mitte gesehen. Die beiden mit den Models und Flashes. Man weiß, einer muss da auf dem Spot sein. Es ist aber Mürbit, der unten stand und Merz sich gönnt. Und die Bombe ist aber nicht mit dabei. War natürlich ein bisschen Pech für Mürbit. Trotzdem, die Granate kommt nicht schlecht an. Holy moly! Ja, war aber kein Kopfschuss gegen Skunk, sondern das war wahrscheinlich noch der Schaden, der vorreinkam. Und Mürbit gönnt sich hier das Ace! Gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil es so langsam verzögert war, dass es dann voll unspektakulär wirkte. Sorry dafür, aber der hätte man auf jeden Fall reinhalten können. Mürbit schön gespielt. Der erste Double Frag gegen Remoy und sein Mate, glaube ich, Cell Raid war es. Dann holt er sich Merz, der von unten kommen wollte, verschieben wollte. Und dann spielt er hier locker aus. Und ich habe mich selber ein bisschen gambeln lassen, weil ich glaube, die Granate war echt gut jetzt. Hier war wie ein Kopfschuss, aber ich glaube, viel Leben hat er nicht verloren. Der gute Torbitz. Aber Mürbit, würde ich sagen, hat sich hier gerade mit dieser Runde schon, hat hier alles schon safe gemacht für den heutigen Tag. Der hat schon seinen Soll erfüllt. Wenn jeder so eine Runde holt, easy. Ja? Aber ich glaube, es geht jedem Team so, wenn man so einen Spieler gerade für den Moment hat. 3-1, erste Runde geht klar. Jetzt nochmal die Folgerunde gewinnen. Aber wir gucken aufs Geld. Singularity hat halt echt viel Money. Und wahrscheinlich geht es gleich ins Duell auch in der Mitte zwischen Mürbit, der sich aber gerade wieder zu schnell zurückgezogen hat, wie man auf der Minimap sehen kann. Hier ansonsten gegen Turbis. Ne? Das wäre es wahrscheinlich gewesen. Und man macht wieder ein bisschen Stress. Wieder gute Granaten gegen Attex, die aber nicht so viel Schaden machen. Da hat auf jeden Fall Merz, Jerry, Celebrate und Remoy viel, viel mehr abbekommen. Und man wartet einfach nur ab. Man hat zwei Spieler hier vom A-Spot, die decken ab. Und drei Spieler Richtung B-Spot. Anscheinend ist Tobitz, ich weiß gar nicht, wo er steht. Ne, der ist noch in der Mitte. Also somit kann keiner von oben runter springen oder runterklettern an der Leiter. Somit ist es als abgedeckt. Keine offensiven Plays von den CTs. Skrunk kommt auch nicht ins Game. Entweder hat die Singularity wirklich gut vorbereitet auf Attex, weil der Skrunk ist eigentlich immer offensiv. Und da ist er auch an der Ecke. Und damit auch bekannt. Eine gute Ballo. Warte, macht den Double. Und der macht beinahe noch den 3K. Skrunk jetzt hier mit zwei cleanen, schönen Frags. Trotzdem ist 3 gegen 3. Zwei Spieler gehen über die Rampe. Man hat nicht mehr viel Zeit auf der Uhr für Singularity. Mürbel ist auch schon am Verschieben. Und Cressy ist auch hier auf diesem Spot. Und wer ist in der Mitte? Tobis. Und der könnte der Neckbreaker sein. Hier für die Jungs von Attex. Aber nicht mit STFN. Der hat das auf dem Schirm und macht jetzt bei Frags. Gute Flash, die aber nicht Cressy hier belastet hat. Denn der konnte nicht viel machen. Mürbert hier einfach an der Gap der Smoke. Macht den Frag und es ist 1 gegen 2. Was macht Remoy? In 5 Sekunden noch schnell den Plant durchziehen.
anfaken. Da kommt Möbelt. Und der ist heiß. Der ist wirklich heiß. Macht die Runde klar. 7 an der Zahl. Noch nicht einmal gestorben, seitdem er sein Ace gemacht hat. Und ist damit auf jeden Fall fürs Team da. Crazy Slacks. Noch nicht auf dem Scoreboard angekommen. Klar, mit Assist. Ja, und Toten auch. Aber ich denke, sobald Slacks die AWP hat, Cressy auch richtig Feuer gibt, dann wird es doch etwas schwieriger für Team Singularity. Aber mal gucken, was sich noch verbirgt hinter Singularity. Denn, ganz klar, die will ich jetzt hier überhaupt nicht unterschätzen. Denn die können bestimmt auch gleich nochmal ein bisschen explodieren. Erste Spiele haben sie verloren, die haben reingeforst. Mehr als mit der AWP. Wenn man die jetzt natürlich nicht abgibt hier. Aber Slacks kriegt den Anschuss. Glück im Unglück für ihn durch die Smoke. Cressy hat ja, sogar den ersten Frag jetzt gerade gemacht für sich selbst und auch das Duell gewonnen hier an den Stairs. Also man kommt auch langsam rein. Spielgefühl hier gegen Singularity, auch weil die vielleicht ein bisschen verzögert Richtung B angegriffen haben. Und man möchte womöglich wieder den Split Richtung B-Spot spielen. Wo sind die anderen? Ja, Jabi wartet auf Cressy. Die Frage ist halt, kann Cressy das Ding machen? Der wird gleich auf zwei Facen parallel. Ist hier STFN gefragt, der aber passiv auf dem B-Spot steht. Der Kopf von Cressy sitzt gegen Merz. STFN ist auch da. Macht den ersten, macht nicht den zweiten, denn Tobis gönnt sich. Dann wird hier Cressy ohne Ende angeschossen. Was ist mit Tobis? Der holt sich Möbel. Da fällt er endlich, nachdem er 7 Frags gemacht hat. Jabi umläuft Cressy. Und die Bombe ist gedroppt. 1-2 für Jabi. Der muss erstmal absmoken, wie man sehen kann. Von oben kann aber immer noch Slacks kommen. Der hat halt nicht mehr viel. Jabi hat es auf dem Schirm. Jetzt schnell anplanten. Aber da kommt halt auf jeden Fall Skrunk. Der sollte den Easy-Frag machen. Kein Plant für Singularity. AWP für Slacks. Was willst du mehr? Geld ist so, nein, nicht so ganz vorhanden bei Atex. Es könnte besser sein. Aber es reicht auf jeden Fall für Waffen, für die AWP, für Slacks. Also man hat hier einen Upgrade für Slacks, aber dafür Downgrade für Skrunk. Aber der ist ja bekannt, der ist hier wie ein Kazuya. Ja, auch immer mit solchen Waffen unterwegs, weil er immer den aggressiven Play macht. Immer unterwegs, aber hier gegen Singularity gar nicht mehr so aggressiv. Ich bin echt gespannt, ob man nochmal den richtig starken Push hier spielt. Aber er hat immer noch seine Rampe, genau sein Ding. Und die Granaten gegen Remoy, ja, die haben es in sich, die zwei haben es gerissen. Und jetzt kommt der schnelle Push auf den A-Spot. Merz unten noch, Skrunk holt sich einen. Wird er rausgenommen? Nee, doch nicht. Ich dachte ich gerade, hat mit 2 HP überlebt. Und da ist die Flawless-Runde für Atex. Wichtiges Geld auf Konto gepackt. Und Team Singularity jetzt wieder mit Waffen. Geht sehr, sehr schnell. Singularity muss sich überlegen, wie man das jetzt hier ausspielt. Denn Atex holt sich jetzt, seitdem sie Waffen haben, jede Runde. Die ersten Runden ging an die Jungs aus Dänemark. Und das deutsche Lineup jetzt hier lässt nichts mehr zu. Es läuft das langsam. Cressy kommt ins Spiel vorne mal am B-Spot. Skrunk kommt ins Spiel vorne am A-Spot. Hat das Backup von Slacks. Und meistens auch noch von dem anders. Und jetzt Möbelt auch super frech. Also jedes Mal am Eskalieren Slacks. Das ist aber auch so gut gespielt, muss man einfach sagen. Man hat einen super offensiven Möbelt. Aber der hat einfach, der weiß einfach, er hat Rücken. Und zwar Slacks. Das heißt, er muss sich keine Sorgen machen, falls jemand ihn pushen möchte. Der kann uns einfach nur vorbei strafen, macht er auch. Und Slacks gönnt sich. Und der andere war fast schon gebaitet, also hat man echt gut gespielt. Und somit die Unterzahl für Team Singularity. Was macht man denn da jetzt? Also was könnte man jetzt hier machen? Ich bin selber überfragt gerade hier, weil die Map ist doch gar nicht so leicht zu spielen. Atex zeigt jetzt hier gerade schon so ein bisschen ihre Finesse, immer wieder diese aggressiven Pushes, dann wieder super defensiv, zielen hier alles gut ab, gute Kommunikation, schicken dann auch gegebenenfalls ein oder zwei Spieler offensiv, wobei Skrunk jetzt nur Schulter piekt, also er ist sehr, sehr verhalten sogar für seine Verhältnisse. Und jetzt ist man erstmal auf dem B-Spot drauf. Und dieser B-Spot ist natürlich auch doof, man braucht die Smokes, man braucht Utility, um diesen Spot zu halten, denn man legt hier komplett offen. Man hat die Achillesferse aufgelegt, aber das ist für eine schöne Position. Aber da geht halt nicht viel. SFN kriegt den Boost hier von seinem Mate. Oh, nochmal ohne Ende. Oh, hat den Spieler gesehen und der macht den Spray. Möbet ist einfach auch wirklich heiß. Der muss nur einmal den Spieler sehen und dann weiß er ganz genau, wo er hinschießen muss. Keine Chance für seinen Gegner. 2-5. Mal gucken, was Merz und sein Mate machen kann. Merz, den ersten Anschluss, den zweiten, dann kriegt er auch nicht. Romay, der Neue, macht einen. Romay, macht er noch einen zweiten? Leider nein. 5-3, Atex. Wieder fast flawless. Holt die nächste Runde. Team Singularity dank dem Bombenblade und dem Loser-Bonus sollte reinkaufen können. Kein AWP. Braucht man nicht unbedingt. Mit der AWP ist man vielleicht ein Tick zu unmobil. Ich überlege auch gerade, wo taucht Slacks die ganze Zeit auf.
man hat auch noch nicht ganz rausgefunden, wo Slacks halt ist. Das ist das Problem. Ansonsten würde man wahrscheinlich eine AWP gegen Slacks schicken. Aber Slacks war davor. Vom A-Spot mit der AWP. Jetzt war er in der Mitte mit der AWP. Ja, man hat auch so eine gewisse Rotation. Das macht Attex sehr unberechenbar. Zwar sind dann immer dieselben Akteure zuständig für die verschiedenen Positionen. Aber man ist immer unberechenbar. Jetzt hat man mit 5 AKs und Cressy pusht einfach vor, holt den ersten. Dann wird aber auf jeden Fall erstmal Merten gepusht. Turbos und die Slacks. Schrank im Konter. Es geht sehr, sehr schnell. Singularity will einfach auf Krampf auf den A-Spot. Aber da sind halt auch wirklich viele Ataxianer, die schon verschoben haben. Tempo wird rausgenommen bei Team Singularity. Vielleicht nochmal verschieben Richtung B, wenn nicht verkehrt. Aber hat auch sehr, sehr viel Respekt. Vielleicht hat man auch wirklich so im Gedanken, ey, vielleicht kommt da jetzt nochmal offensiv von hinten. Der kommt aber niemand. Jetzt wird nochmal angefaked und Strunk sieht hier Cellrate. Ganz bitter für ihn. Wieder ein 2 gegen 4. Wir gehen wieder an die, zu den Underdogs. Der Retake-Versuch von Attack sieht natürlich wahrscheinlich wie immer sehr gut aus. Remoy hier hinten in der Ecke, die eigentlich eine gute Position ist als CT oftmals. Womöglich aber gepiekt wird, je nachdem, was man hat. Die Smoke ist perfekt. Skrunk macht den Frag gegen Jeremy. Noch mehr Smoke. Das kannst du einfach andiffusen. Du weißt halt nicht, was du machen sollst. Ja, und da Mürbet einfach einen Tick schneller als Remoy. Der hat ihn zwar gesehen, früher als Mürbet, aber Mürbet direkt im Gesicht. Kannst du nichts tun im Moment? Attack 6, Singularity 3. Vielleicht eine Pause callen, sich überlegen, was man machen kann. Wenn ich so betrachte, man macht's ja, man spielt ja auch relativ sehr langsam. Man macht mal den Split auf dem A oder auf dem B-Spot. Aber gefühlt Attack einfach seit, ja doch, seit 4 Runden würde ich sagen, hat sich langsam stabilisiert. Ist man super solide vom Aiming her. Schnellen Verschieben, Kommunikation ist gut. Man hat immer wieder offensive Moves von den Jungs. Also es ist schon eklig. Aber vielleicht kann man jetzt noch was bestrafen. Auch hier die Granate gegen Slacks, die sehr viel Damage macht. Ich bin noch gespannt. Aber die AWP ist immer noch brandheiß. Da gibt es nochmal eine Flash für sich selbst. Mal gucken, jetzt nochmal eine Mollo. Damit kann man noch mehr ausschließen. Aber die ist, glaube ich, nicht so gut gelaufen, wie er wollte. Aber jetzt treibt man sie natürlich in gewisse Ecken. Wird nochmal reingeflasht. Jetzt wird nochmal Edge gemacht. Strunk wieder super offensiv. Das ist halt echt eklig. Aber Slacks hat auch wirklich immer die Bank. Slacks verteidigt jedes Mal. Und die Bombe liegt halt auch unten in der Mitte. Ja, man hat zwar die Rampe jetzt eingenommen. Muss ich jetzt ein bisschen zurückziehen. Dann hat damit erstmal definitiv den dritten Spieler erstmal gefesselt auf den A-Spot. Und dann sollte Richtung B-Spot gehen. Und da ist SFN. Der hat den Spieler gesehen. Verschießt den Kopfschuss. Und mal gucken, ob er den zweiten Ansatz dann machen kann. Aber bei diesem Turm ist auch einfach in dem Fall ein bisschen stärker. Hat den voll richtigen Winkel. Macht den Double Frag. Und das war wichtig für Team Singularity. Und das sieht gut aus, dass man die Runde holen kann. Slacks hat nur noch 3 HP. Celebrate jetzt von da hinten. Holt die Slacks. Es ist nur Cressy. Und das hat man gut ausgewählt. Man hat einfach abgewartet. Man hat vielleicht genau dieses System gefunden gegen Attex. Genau mit dieser Möglichkeit, mit dieser Taktik. Diese offensiven Granaten, die kamen jetzt Runde um Runde immer wieder. Von Attex an der Rampe zum A-Spot. Man hat sich sehr passiv gehalten, hat nicht gekämpft, hat nur so ein bisschen gefeuert, Shots feiert. Und es könnte auf jeden Fall die Lösung hier zum Erfolg sein. Ja? Und dann hat man noch ein bisschen abgezielt. In der Mitte hatte man auf jeden Fall Glück. SFN hätte hier den Frag haben müssen wahrscheinlich. Aber mal schauen. Doppel-AWP. SFN und Slacks. Man ist wieder zu dritt natürlich auf dem A-Spot. Man ändert die Taktik nicht unbedingt. Einer auf dem B-Spot, einer in der Mitte. Falls da was geht. Mirbert steht da. Kann auch schnell rotieren auf dem B-Spot. Man muss halt sehr, sehr weit rumlaufen. Dadurch kann er, hat er sehr, sehr viel Zeit, um sich hier was zu holen. Aber diese Mollo ist auf jeden Fall sehr interessant, die man jetzt zusammen überwerfen kann, falls dann CT rausgeht. Es gibt eine Doppelgranate Richtung Skrunk. Man kriegt langsam mit, wo Skrunk steht. Leider reicht es nicht. Vom Timing her war es, glaube ich, auch unglücklich, weil Skrunk steht nach vorne gegangen ist. Trotzdem, also man merkt, Team Singularity macht das sehr, sehr gut. Man ist sehr versiert, man kriegt mit, wo die Spieler stehen. Und dann ist es hier der eine Frag, aber direkt der Konter dann und wieder der Konter und der Vorteil für Attex. Ja, obwohl man viel Schaden gemacht hat gegen Cressy und Slacks, reicht es noch nicht. Aber es ist alles noch drin. Jetzt ist man mittlerweile auch auf dem Spot drauf. Und Tobi ist überrennt einfach SDFN. Jetzt gibt es die Smokes und Co. Da musst du jetzt nicht mehr viel machen. Der Spieler Möbel ist auch bekannt. Hat diesmal auch keine Chancen. Jetzt kann die Bombe gelegt werden, wenn sie dann mal auf den Spot ankommt. Und jetzt gibt es nochmal eine richtig schöne Mollo hier vom Timing her. Perfekt. Die Frage ist halt, wird sie ihn stören? Sieht nicht so aus. Merz kann einfach durchblenden. Na doch nicht. Ja, das ist eklig. War eine schöne Mollo. Ja, zum Glück hat man noch genug Zeit gehabt. Wäre die nicht da gewesen, diese Mollo,
Oder ein bisschen später wäre es gut gekommen. Aber du kannst halt nicht viel mehr machen. Du kannst jetzt safen gehen. Geldtechnisch sollte man das auch wahrscheinlich auch machen. Scratchy kann legen. Die anderen könnten auch reinkaufen. Beziehungsweise Slacks kann auch kaufen. Loser-Bonus hat man ja auch schon eine Runde. Die Frage ist halt, wird Tobis und Co. einfach mal vorpushen? Und das wäre vielleicht schon relativ frech, wenn man das macht. Aber ich glaube, man will nicht selber so viel riskieren, weil gucken wir aufs Geld. Bei den Terrors sind selber nicht viel. Können wir uns mal kurz das Scoreboard angucken? Ja, bei Slacks hat auch ehrlich gesagt noch nicht so viel vor die Flinte bekommen. Ja, deswegen auch nur ein Frag. Das kann man jetzt auch nicht irgendwie mies machen oder sowas. Immer wenn die Team kommt, ist Krunk zur Stelle, macht die Frags oder Cressy. Und wenn dann Slacks mal. Ich glaube, der hat vielleicht insgesamt gerade mal 6 Mal geschossen oder so. Ja, wenn man es wirklich so sehen möchte. Da muss man so sehen. Deswegen der eine Frag bei Slacks. Wird bestimmt noch hochgehen, ne? Grüße hier auch von Slacks, auch ein Berliner Bruder. Und alle, die jetzt hier auf welchem Stream sind. Und das Berlin komplett gegrüßt. Natürlich auch alle, die so gerne gucken. Danke für den Support, dass ihr hier diese Partie bei mir schaut. Dänemark gegen Deutschland. Team Singularity gegen Altered Addicts in der MDL Season 12 der Training Season. Für Singularity geht es auf jeden Fall safe um die Playoffs. Ich glaube, Addicts hat sich schon erreicht und Tobis mit dem First Weg. Sehr offensiv gepusht gegen Skrunk. Den hat man da auch ein bisschen überrumpelt. Der kam ein bisschen late an. Man hat vorher erstmal eine Flash und eine Flash und eine Molle geworfen. Und Merz holt sich Cressy. Und da verliert man Waffe und Waffe. Ja. Bitter für Addicts und das strauchelt so ein bisschen. Und Singularity hat so eine kleine Mischung gefunden, wie man das jetzt gerade ausgamed. Klar, hat mir jetzt auch sich für eine andere Taktik entschieden. Ein paar Runden immer sehr langsam gespielt und hat auch sehr auf den B-Spot angegriffen. Addicts hat auch direkt reagiert, hat direkt Spieler hier, man sieht es ja, offensiver. Normalerweise war immer einer hier, einer in der Mitte oder noch einer hier. Und das hat immer so rotiert. Und das hat man jetzt anders gemacht und hat Singularity direkt bestraft, wo sie jetzt einfach gesagt haben, komm, wir greifen mal wieder den A-Spot an. Haben wir länger nicht getan. Und hat geklappt. Skrunk und Cressy keine Chance. Und wenn Tobis natürlich jetzt noch einen Spieler findet, wenn man kriegt, dass er der ist, dann geht's ab. Und bei Handen kannst du auf jeden Fall jetzt mittlerweile, denn Geld wird schon etwas mehr. Jetzt gibt's einen Mollo, jetzt gibt's noch eine Granate hinterher. Dann muss natürlich löschen. Tobis holt den ersten. Was macht. Tobis holt den ersten, ja genau. Was macht Mürbit und so? Ja, Mürbit und Slacks holen jeweils eins. Slacks noch rein. Jetzt kann er was für sein Scoreboard tun, wo wir gerade darüber gesprochen haben. Auf den musst du immer aufpassen. Der ist eine Maschine. Da hat auch Merz gerade ein bisschen Pech gehabt. Der hätte locker das Ding klar gemacht. Vielleicht kriegt man auch die AWP im Nahkampf. Merz mit dem Spray. Wenn er den Slacks holt, die AWP ist weg. Das hat sie getan, hier noch die AWP zu verlieren. Sie warten mit Plant mit Handen. Ja, sogar noch besser. Ne? Ist schon gut gespielt. Singularity macht das gerade sehr gut. Auch verdient hier gerade nach so einem wirklich klaren, man kann eigentlich sagen, klaren 6:0. Holt man sich jetzt gerade erstmal wieder 3 Runden zurück und schickt Attacks auch dank dem Frag gerade gegen die AWP. Die Forcefile raus, ne, mit Pistons. Und sollte eigentlich ein 7:6 sein. Und die Führung wieder für Singularity. Also, hier hat man sich sehr gut gefangen. Machen es super gut. Und haben so ein bisschen gecheckt, wie Attacks hier performt. Die Taktik ändert sich ja auch nicht wirklich. Man hat zwar immer wieder aggressive Positionen. Mal in der Mitte, mal in der Rampe, mal auch dann beim B-Spot. Eigentlich immer dasselbe. Es ist einfach eine Rotation, je nachdem, wie es abgeht. Man braucht noch irgendwas Frisches nochmal bei Attacks. Aber es klappt natürlich auch oft. Ne? Man muss halt aufpassen, wie man das ausspielt. Aber man sieht halt, wie gut Singularity das ausspielt. Sie wissen jetzt Bescheid, wo die Spots sind, wo immer die Spieler sind. Das reicht einfach nicht mehr für Singularity, sie so rauszunehmen. Und da muss Addex auch improven jetzt. Sie müssten ganz klar jetzt in die nächste Runde absteppen, um mir noch das 8:7 rauszuholen. Bin ich einfach von überzeugt. So muss es einfach sein. Ansonsten wird es schwierig für Addex. Mal schauen. Ah, Jabi mit schön 2 Frags. 3K zusammen. Flawless Runde. Jabi überlebt mit 1 HP. Ja. Und jetzt hat man wieder Waffen bei Attacks. Und jetzt musst du auch holen. Wenn du jetzt die Runde nicht holst, sieht es nächste Runde nicht gut aus, dann könnte sogar Singularity mit einem 9:6 hier nach vorne gehen. Man darf nicht vergessen, ich würde schon sagen, es ist eine CT-Map, aber wenn man ins Geld kommt, hat man ja auch gesehen, wie viele Runden Attacks machen konnte, hat aber ja auch die Gründe schon genannt. Was Singularity im Fluch verbessert hat. Aber da ist ein Cressy super schnell da. Und er macht den 3K. Cressy, Junge. Genau das ist doch das Problem. Da steht er einfach da. Holt sich die 3 Frags und Singularity wollte es wieder schnell machen. Und dann fallen sie wieder drauf rein. Addex geht wieder ihren alten Routinen mit ihren Waffen. Macht ihren alten Go. Und Singularity macht es nicht mehr so schön langsam. Weil die müssen ja auch aufpassen. Weil auch ein Addex kriegt mit. Okay, die machen wieder ihr altes Verhalten. A-Spot. Und Mürbit ist vorne. Verdient gewonnen. Direkt wieder
umgekehrt. Attax hat einfach nichts wieder geändert. Hat wieder ihr altes Portfolio gespielt. Singularity ist voll reingerannt. Super Support Flashes für Cressy und der konnte ein ganz starkes 3K machen. Und das war dann schon entschieden. 7-7. Geld ist auf beiden Seiten da. Deswegen sehen wir jetzt nochmal eine richtig schöne Runde. Wer wird hier mit der ersten Halbzeit auf Vertigo in Führung gehen? Es ist die große Frage. Attax oder Singularity? Ich denke, jetzt wird Singularity viel, viel langsamer wird es wieder an der A-Rampe spielen als zuvor. Und darauf muss natürlich Attax jetzt vorbereitet sein, dass man nicht zu offensiv geht und lieber passiv. Man sieht es ja auch. Guckt euch an. SCFN für Cressy jetzt hier. Wo ist eigentlich Cressy? Der ist hier jetzt in der Rotationsposition, dass er mal schnell zum A-Spot und B-Spot wechseln kann. Skrunk geht wieder ein bisschen offensiver, holt sich Jubby. Dafür aber der Counter-Effekt von Celerate ist mit. Hat man jetzt nicht viel gewonnen. Ein bisschen mehr Schaden gegen Celerate noch reingegangen, aber das war es auch schon. Und es scheint der Explosions-Go eventuell gleich Richtung B-Spot zu sein, aber nicht über die Mitte. Alle über die Rampe. Und da ist halt Mirbit schon da. Jetzt muss halt nur schnell Cressy noch rotieren, was er auch locker kann von hier aus. Und es könnte gefährlich werden für Singularity. Wir werden bei den Jungs von Attax bleiben. Close an der Kante steht Mürbit. Das ist eine gute Position. Uiuiui, es könnte echt bitter ausgehen jetzt hier im März. Je nachdem, wie die fadet. Aber es sind alle da. Oh, oh, oh. Da wird nicht hingegamed. Jetzt gibt es einen Support Flash. Und immer mit den ersten und den zweiten. Der holt sich zwei Stück. Der SFN macht auch noch ein Double. Schön gegamed. Schöne Support von STFN für Mürbit. Damit hat man nicht gerechnet, dass da so close steht. Und Singularity mit einem Schlag hops genommen. Und da hat man die alten Routinen wieder so ein bisschen gegamed auf beiden Seiten. Und da hat man das genau das gesehen, was man vorher am Anfang gesehen hat, wo Attax das Runde am Stück geholt hat. Ja, das war krass gerade. Singularity, schon eine Schelle. Schön gemacht von Attax. Ich bin gespannt, wie jetzt Singularity CT spielt, genauso wie Attax Terror spielt. Schauen wir mal. Viel Spaß mit der zweiten Halbzeit hier. Es geht doch relativ schnell. Vertigo scheint, ist einfach eine schnelle Map gefühlt. Es sind auch sehr, sehr viele Clutches. Man lässt sich nicht viel Zeit. Wir haben, glaube ich, eine Runde gehabt, die relativ knapp war mit dem Bombenplant. Aber ansonsten nicht so krass. Grüße gehen raus. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei mir. Und wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Follow da. Gerne hier. Oder auch auf. Da wird hier hochgepusht von Attax, STFN mit Skrunk zusammen. Die Rampe eingenommen und man sieht es auch direkt, der Unterschied zwischen Singularity und Attax. Attax gar nicht an der Rampe, oder beziehungsweise Singularity gar nicht an der Rampe vertreten, möchte den Retake im Afterplant sozusagen dann zurückholen. Jetzt gibt es nochmal einen Boost und wir haben das 4 gegen 5. Schon eine sehr gefährliche Aktion, das hat Attax anders gespielt. Man war direkt mit drei Leuten da, konnte gut gegenhalten, wusste, dass die CTs dort sind, beziehungsweise die Terrors. Und dann konnte man schon verschieben und hatte dann 4 Mann schon auf dem A-Spot. Gefährliche Aktion auf jeden Fall. Und da bin ich gespannt, ob man hier mal zurückkommt. Man nutzt nochmal alle Utility, SFN an der Seite, am Pieken. Geht aufs Duell gegen Jubby. Jubby hat keine Chance. SFN ist im Gesicht, holt sich vielleicht auch noch Cellrate. Macht den 3K, macht aber nicht. Romy aber von der Seite, beziehungsweise von Strunk direkt da hinterher geholt. 9-7, Attax holt die Pistol. Und genau das passiert dann, weil ich finde, der Retake auf dem A-Spot ist sehr, sehr schwer. Schade. Danke für den Follow, ConoFlyFlox. Weiter geht's. Attax reingeforst, genauso wie Team Singularity. 4 Deagles, eine MP9, eine schöne Granate hier von Cressy, weil er vermutet, da wird ein CT-Spieler stehen. Er spielt sozusagen gegen seinen eigenen Schatten, denn er ist selber da oft. Und SFN wartet hier auf den Skrunk, in dem Fall Merz. Merz pusht runter, hat man auf dem Schirm, zieht man ab, fertig. Ja, ist best of one. Ja, one map. Und somit die Überzahl für Attax und natürlich die Information nicht mehr da. Die Frage ist halt, will man nochmal rotieren und einen SFN vorschicken? Aber das tut man nicht. Also somit sehr schwierig. Aber Jubby! Was für ein Klick gegen Slacks. Der ist im Zurückrotieren. Macht den schönen Klick. Aber Cressy mit dem Double. Cressy lebt nach. Wird nochmal verteidigt. Danach kommt Tobbies. Aber hinten steht Skrunk. Man kriegt die beiden AK und die Sig hier mit. Und das heißt 10-7. Und gerade noch drüber gesprochen von einem anderen Cast auf Inferno. Zwischen Musa Riders und Mans, dass man gar nicht mehr die Styre Orc sieht hier. Oder die Sieg-Kommando, wie man sie nehmen möchte.
Und da spielt mir mit sie einfach mal. Finde ich ganz stark. Er hat auf jeden Fall Gefallen dran gefunden, seitdem diese Waffe so günstig gewesen ist. Man hat sehr viel gespielt und wusste, wie stark sie ist. Und weiß es immer noch zu schätzen. Und da gönnt man sich erstmal so eine edle Maschine. Eine Waffe muss natürlich sein. Drüber hat man die Full Echo. Sollte eigentlich nicht viel passieren. Aus Sicht von Attex. Aber man darf es nie unterschätzen. Also, ein bisschen natürlich kann man rausschmeißen. Die Models sind halt nicht toller. Das heißt, ich krieg mit, dass einer droppt. Sollte eigentlich ein sicheres 11:7 sein. Nicht gerade so spektakulär, sagen wir es mal so. Ich bin auf die nächste Runde gespannt, wenn Singularity jetzt Geld hat. Leider haben sie keine AWP. Könnte ein Problem sein. War ja auch das Problem für Attex, die ja dann dank etwas Glück die AWP geschenkt bekommen haben. Von Singularity, wenn wir uns recht erinnern. Und dadurch war es als CT auch etwas leichter. Würde ich sagen. Wobei er eigentlich gar keine Fracks gemacht hat, wenn man da aufs Roboter ein paar Runden später geguckt hat. Kann man eigentlich auch nicht auf seine Kappe schreiben. Ne? Aber er hatte seine AWP, die er haben wollte. Die anderen, in dem Fall Skrunk war es die MP9. Und Co. So, Waffen sind da. Merz hat die AWP bekommen. 4M4 ist also alle, die für Singularity sind, chattet gerne rein. Oder für Attex. Halt mal eure Teams, damit dann ein bisschen Energie rüberfließt, denn beide brauchen hier die Runden. Ich denke sogar Singularity etwas mehr als Attex. Aber so ein besser dich zu platzierst, glaube ich, hast du vielleicht auch eine bessere Platzierung in den Playoffs. Ich weiß es gar nicht. Müsste man auch nochmal nachforschen. Viel Schaden gegen Slex, der hier, ich weiß gar nicht, wo der war, anscheinend an der Treppe war, ins Duell gegangen ist, aber den kürzeren ziehen musste. Mirbet zielt den irgendeinen Pusher ab. Also man spielt echt gegen sich selbst. Gegen die Pusher, aber SDFL macht einen Frag gegen Javi, dann Remoy im Konter. Natürlich der direkte Konter-Frag da gewesen. Wir haben das 4 gegen 4. Und Slags mit 22 AP natürlich nicht optimal. Cassie wurde geboostet mit dem 3er-Boost. Ist jetzt schon an der Kante. Das ist natürlich super gut. Also es ist schwierig zu sehen hier für Cellrate und sein Mate Torbis. Da kommen halt viele Morlos und M4s und Smokes. Und die Frage ist halt, will Cellrate das auf dem Schirm, dass einer hochgeboostet wurde? Das ist halt so die große Frage. Ne, vielleicht kommt Cellrate. Kriegt mich das so klar gegen Cressy. Der kommt nämlich einfach close rum. Und Torbis kann nicht sehen. 4 gegen 3. Vorteil für Attex. Der wird überschießt zum zweiten Mal. Torbis macht den einen Frag, nicht den zweiten. Romay im 1 gegen 3. Wird von 6 geholt. Und da ist es das 12:7. Und direkt wieder in die Pistol Force. Team Singularity keine Chance. Attex spielt den B-Spot super solide aus. Machen es auch relativ zügig. Lassen keinen Raum dafür da, um hier irgendwie schnell verschieben zu lassen. Die Smoke siegen sehr gut. Die Molo liegt. Ja, ein direkter Boost von dem Winkel her, den man nicht auf dem Schirm hat. Und es sieht nicht gut aus für Singularity hier jetzt gerade noch zurückzukommen. Es ist noch nicht alle Tage Abend, alles ist offen. Aber Attex macht einfach jetzt hier als Terror doch nochmal gefühlt die bessere Partie. Man darf halt bloß nicht vergessen, Singularity kann nicht gerade viel zeigen. Sie haben die Pistol verloren. Die erste Waffenrunde jetzt auch. Müssen die jetzt wieder in so eine Pistol Force? Das ist natürlich immer ein großes Problem. Da ist man befangen und es wird sehr, sehr schwer, dann in die Stabilität zu kommen. Man braucht halt jetzt vielleicht diese Pistol Deagle Round, um einfach mal sich zu befreien aus diesem, ja, auf dieser doofen Situation einfach. Ja, ganz einfach. Aber Attex ist halt super versiert. Die wissen, was sie tun. Der Spray holt sich erstmal selber. Trotzdem stehen da noch drei weitere Terrors. Und Torbis von hinten holt sich Mürbelt, hat die AK. Dann nimmt man ihn im Konter. Jetzt wird hier nochmal schnell rotiert. Oder Krach gemacht. Und Remoy kriegt hier mit, dass hier auf jeden Fall noch ein Cressy am Step ist. Und jetzt geht sie doch noch die Rampe hoch. Ich bin gespannt. Man ist zu dritt auf dem A-Spot drauf. Man wollte noch ein bisschen faken. Mal gucken, ob Remoy jetzt noch einen Klick verlassen kann gegen Cressy. Javi kommt auch noch, macht den Klick gegen Cressy. In dem Fall die AK aufgehoben. Er ist im 1 gegen 3. Der muss hier sprayen und die Frags machen. Passt aber nicht. Skrunk steht ein Klick zu weit weg von SDFN. Deswegen kann man hier nicht einen guten Spray ansetzen. Und SDFN macht direkt den Konter. 13:7. Aber okay, es war nur eine Pistol Force. Man hat drei Spieler, glaube ich, rausnehmen können. Und jetzt ist es hier womöglich die vorletzte Runde für Team Singularity. Danach geht es um die Wurst. Danach geht es um alles. Man kam noch nicht dazu, eine Runde sich zu holen. Doppel-AWP, 3M4s hat man. Die brauchen die Runde einfach.
Die brauchen die Runde, also ein bisschen reinhalten für Singularity. Sind hier gefühlt gerade als CT ganz klar der Underdog. Attack spielt hier die Terror-Side super stark aus. Und da muss eskaliert werden. Ja, da kommt eine richtig schöne Smoke, um erstmal hier den Mittelpush gegebenenfalls aufzubauen. Wieder wurde sie systematisch vorgespielt. Erst gibt es die eine wahrscheinlich Mollo. Dann gab es eine schöne Granate gegen Cressy, die natürlich nicht optimal war. Aber er hat einen besseren Winkel. Holt sich direkt gegen Celebrate. Close steht halt Torbis. Dann gibt es sich reingeflasht für Cressy. Der geht, ist hier schon an Zeit. Boostet sich selber hoch. Den Spieler rechts. Jarvi fliegt auch noch und macht aber den wichtigen Counterfrag. Trotzdem ist es ein 3 gegen 4. Er schießt auf seinen eigenen Mate. Der ist super heikel. Also ist super nervös. Das sieht man einfach. Und da sieht man Attacks schon wieder abbrechen. Wir haben noch so viel Zeit auf der Uhr. Wir wollen hier nicht mehr angreifen. Wir gehen jetzt einfach auf den Push. Aber das könnte gefährlich werden. Natürlich auch für Team Singularity. Jabby mit einer guten Aktion. Holt die Zeit raus und hat die Information. Aber man tut so, als wenn man Richtung A rotiert. Deswegen Merz und Remoy schon da. Und jetzt muss es Jabby alleine im 1 gegen 4 machen. Gut gespielt. Eieiei. Richtig bitte Attacks mit dem Next Level Mind. Ist es übel. Ist das übel, was die Jungs gerade hier mit Singularity machen. Es muss Jabby einfach mal clean as fuck reinschießen. Da schießt er, aber verschießt beide Spieler. Und jetzt weiß man, es kommt dieser Go, es kommt dieser Push. Da liegen ganz, ganz viele Smokes. Jetzt braucht man natürlich eine gute Merz-AWP. Der sieht den Spieler vorbeilaufen. Was ist mit Jabby? Der muss im Gesicht sein. Ist er nicht. Da fällt der Nächste. Es sieht nicht gut aus. Es wird wahrscheinlich jetzt 14 zu 7 werden. Vielleicht die Waffe safe. Unten Dings steht Mirbit. Du kommst hier gerade noch so weg. Ein Frag hast du noch. Den Retake will man nicht mehr angehen. Man hat auch kein Defuse-Kit. 14 zu 7. Alternate Attacks. Super clean gespielt hier nochmal dann. Erst geht man auf den Spot drauf. Macht einen kleinen Go. Da stirbt Cressy schnell. Dann bricht man ab. Versteckt sich komplett. Als wenn man Richtung A rotiert, schleicht. Lässt sich gut Zeit. Locker 20 bis 30 Sekunden hat man ins Land streichen lassen. Und dann tauchen sie doch dann wieder da auf. Und Merz und Remoy wollten den Vorteil haben, sind schon auf dem B-Spot, auf dem A-Spot rotiert. Schade. Gut gemacht. Jabby hat auch ein bisschen Unglück gehabt, muss man auch sagen. Er hätte hier gerade zwei Spieler hops nehmen können mit einem guten Spray. Aber als wie eine Hand Gottes werden die anderen beiden Spieler weggeschoben nach rechts oder aus unserer Sicht nach links sogar. Und dann waren die Attack-Spieler im Endeffekt safe. Nächste Runde, man hat nochmal reingeforst, man hat ja einen Safe gehabt. Man konnte legen, immer noch 4 M4s, nicht mehr so viel Utility, aber die AWP und so bei Merz. Und jetzt pusht man hier gegen die Rampe, Remoy macht einen, Remoy macht keinen zweiten, das ist schon wieder bitter, aber Jabby hilft zum Glück. Der kann hier den Frag machen. Jetzt sind sie trotzdem schon zu zweit auf dem Spot. Das ist so wichtig. Der Jabby und Tobit. Die beiden müssen natürlich jetzt hier eskalieren. Um hier mit ihrem Team im Spiel zu bleiben. Ansonsten ist das Ding durch. Du hast halt echt kein Geld mehr. Und das ist sehr, sehr gut hier gespielt von Singularity. Attex noch zu dritt. Müssen abwarten. Haben noch so viel Zeit. Ich bin echt gespannt. Oh, und der offensive Push jetzt hier ist so gut gemacht. Er Slacks verschießt, wird rausgenommen. Da oben ist der zweite Spieler. Der Spray passt nicht. Jabby muss auch nochmal wegkommen. Ja, der hat aber den Frag gegen SFN gemacht. Das ist nur noch Cressy im 1 gegen 2. Der kriegt die Schelle. Vielleicht nicht seines Lebens, aber so wie er weggeflogen ist mit dem Hinterkopf, sah es gerade so aus. Und da gibt es nochmal eine Runde. Die Ehrenrunde als CT für Singularity. Und ist das das Erwecken? Ist das das Erwachen des Teams, der Dänen? Oder sagt sie es... Macht ihr Attacks jetzt den Sack zu, weil Geld haben sie auf jeden Fall. Sie sind auf der günstigeren Seite. Sie können sehr oft reinkaufen, viel öfters als die CTs. Die Messerrunde zu verlieren war halt dann doch wahrscheinlich sehr ungeasy und ungünstig. Easy for alternate? Maybe. Maybe. They play very well. But it's only over. It is over. For 2 hours I saw a game. 13 to 5. For the other for the one team, and the other team came back and wins 16 to 14. So let's go. Alles kann passieren. So sieht's einfach nur mal aus. Aber Singularity will auf jeden Fall natürlich nicht aufgeben und will auch genau dasselbe hier, denke ich mal, passieren lassen. Vielleicht so eine Art Wunder von Bern, ja. So krass ist es natürlich auch nicht, aber
Man will natürlich hier ganz klar performen und das Ding klar machen. Wieder baut man sich auf vor dem B-Spot. Attex weiß, bis jetzt hat es jede Runde geklappt gegen B. Ich glaube, es gab nicht eine Runde, wo man nicht gewonnen hat. Und Cressy wieder in eine super Position. Kommt hier sehr weit vor, hat man nicht auf dem Schirm. Das ist so eklig. Was macht der denn jetzt gerade mit Singularity? Cressy mit dem Double. Immer wieder die Opener. Immer wieder ist der vorne. Immer wieder kommt der irgendwie durch. Das ist so gut gespielt hier von Alternate Attex. Da kannst du schon wieder in den Safe gehen. Außer Merz macht nochmal einen Frag. Und das öffnet jetzt hier nochmal den Retake. Weil man hat ja auch noch einen Remoy. Der kommt von hinten. Hat man den bloß auf dem Schirm. Merz macht noch einen. Birmit aber im Gesicht. Die Frage ist halt, wie viel kann Remoy machen? Remoy sieht STFN. STFN im Duell. Und da rennt er vorbei. Was war das denn? Sehr, sehr bitter. Remoy gibt einfach auf. So ungefähr gefühlt. Und da ist es 15-8. Da hat der eine AWP-Schuss zum 3 gegen 3 den Retake getriggert. Und dann ist es doch passiert. Man verliert diese Runde, hat nur noch im Durchschnitt ja 3-5, 3-6. Und da wird reingekauft. Und ich denke, das sollte es gewesen sein in dieser Partie. Man braucht jetzt ganz, ganz viel Glück, ganz viel Können, ganz, ganz starkes Aim aus Seiten von Singularity. 7 Matchbälle für Alternate Attex ist schon wieder eine starke Ansage. Und wenn man auf die Tabelle guckt, natürlich ihre Favoritenrolle gerecht. Da war Scrum, der nach vorne pusht, wird erstmal von Merz überlaufen im Rennen mit den Heal. Der Spray mit SFN, Lucky Headshot in Merz sein Gesicht. Dann versucht hier Torbeats von oben runterzukommen. Will überraschen. Jetzt hat man aber alles auf dem Schirm. Guter Schaden gegen Torbeats. Der kann gerade noch mit 50 HP zurückgehen. Uiuiui. Also es ist auf jeden Fall. Ja, man kämpft hier auf jeden Fall gerade gegen den Meister, also wie auch immer. Ganz starkes Attacks, die haben alles auf dem Schirm. Jede Finesse, die man versucht auszuspielen, klappt überhaupt nicht. Team Singularity sieht gerade nicht gut aus, muss man so sehen. Aber man hat vielleicht jetzt einen Torbis, der jetzt von woanders hier kommt und einfach die Information hat. Und das ist vielleicht wirklich sehr, sehr gut. Dadurch weiß man, es muss der Argo werden. Die sind nicht mal auf dem B-Spot, aber Cressy clean as fuck rum. Da war nicht mal eine Flash und Remoy verliert dieses Duell. Jetzt braucht man Torbis auf jeden Fall von hinten. Und es muss langsam auch passieren. Deckt hinten einen ab? Nein, deckt keinen hinten ab. Und das ist natürlich eine Gefahr. Jabby mit einem. Was ist mit Celebrate? Der macht noch einen zweiten. Supervision wird hier angeplantet. Da wird der Spray weiter angesetzt. Und es schleicht den Torbis von hinten an. Man hat immer noch einen Jabby, der weiterschießt. Und es ist hier nochmal gefährlich. Was ist mit Slacks? Der guckt noch gar nicht nach unten. Der guckt gar nicht dahin. Der flasht. Und jetzt guckt er nach unten. Und kriegt die Schelle von Torbis. Und das muss es sein. Oder ist SFN der Gott? Der hat die Zeit auf seiner Seite. Zielt hier Jabby ab. Der macht den ersten. Der SFN macht aber nicht den zweiten. Celebrate macht es klar. Es ist die Runde für Team Singularity. Runde Nummer 2. Bombplant ist aber bei Attex da. Das ist auf jeden Fall noch eine Waffenrunde. Die Frage ist bloß mit AWP oder ohne. Ich glaube ohne. Wir werden für Barkas landen mit voller Utility. Wie nannte man es jetzt so schön? Das war die Knochenregel, ne? Grüße an Knochen in dem Fall. Aber ist ja oft so, ne? Bisschen schade für Attex auf jeden Fall. Aber gut für Singularity. Aufgeben ist immer die falsche Alternative. Ne? Das sollte man auf jeden Fall immer sich selbst sagen. Und da hat man auch mal einen schönen offensiven Play gehabt von Torbis. Vielleicht sind auch jetzt Singularity so ein bisschen frecher. Jetzt im letzten Drittel jetzt noch dieser Partie einfach noch ein bisschen frecher sein, ein bisschen aggressiver. Das vermisst sich komplett bei Singularity. Man geht kaum aggressiv. Geschweige denn Mitte oder sonst wo. Das ist natürlich ein großes Problem. Das hat natürlich Attex ganz, ganz anders gespielt. Aber Celebrate mit guten Schaden. Der macht dir einen guten Spray klar. Kommt von hinten aber Mirbelt an. Holt dir die Frags und auch den zweiten. Dann ist es vielleicht jetzt genau diese Runde. Remoy macht hier gute Steps. Man hat hier natürlich jetzt ein großes Problem. Man hat hier keinen Spieler, der von unten kommt. Da müsste es sehr, sehr schnell gehen. Man hat auch zum Glück zwei Defuses. Also man könnte sogar noch einen Spieler von hinten hinschicken. Wir lassen die Autokamera entscheiden. Es sieht nicht gut aus für SNG. Das könnte die letzte Runde sein. Aber mal schauen, was passiert. Es ist noch nicht vorbei. Aber Cressy ist schon wieder frech. Der ist schon wieder ganz weit vorne. Das hat keiner auf dem Schirm. Der hat die auf jeden Fall gesehen. Es stirbt da. Alle drei gucken nicht. Cressy gönnt sich. Mit Mirbelt. Die Information total. 16-9. Bin ich jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube 16-9 war es. Gewinnt man diese Partie. Oder was heißt 16-10? Nee, 16-9, ne?
gegen Singularity Attacks einfach zu stark. Am Anfang als Terror, da ging es noch gut klar, da hatte man den Attacks auch gut unterbrechen können. Die haben 6 Runden gezeigt, wie stark sie sind, auch als CT. Hat dann echt, man hatte echte gute Reads dann und hat ungefähr gewusst, wo die mal stehen. Da war es einfach zu plump, das nicht zu ändern. Aber dann, ja, war es darum geschehen. Wieder gab es ein paar Runden für Attacks. Die Halbzeit wurde dann auch noch in ihrem Gunsten gewonnen zum 8-7. Und jetzt, dann gab es die Seitenwechsel und ja, da hat man einfach mal gesehen, wie stark die Terrorseite ist, wenn man weiß, was man tut und man die CTs nicht zum Geld kommen lässt. Ganz große Probleme, ganz klar war, dass Singularity nicht an die Pistols kam. Ja, oder die Pistol gewonnen hat. Ich glaube, das war ausschlaggebend, dass man hier nicht die Pistol gewonnen hat. Hätte man die gewonnen, hätte man was gehabt. Ja, GGWP auf jeden Fall an beide Teams. Sorry für dich, Adrian. Das ist natürlich dann auch bitter, so eine zweite Hälfte so zu sehen, aber Attacks, einfach das stärkere Team, stark performt. Vertigo ist ja auch, sag ich mal, noch nicht so eine leichte Map. Wie weiß, wie Moi da halt performt. Attacks spielt jetzt auch echt stark zusammen. Auf jeden Fall. Gar kein Problem. Reptiles drüben lief es ja auch gut bei Let's Cast, habe ich gesehen. Fast 400 Zuschauer oder mehr. Starkes Ding. Danke, dass ihr hier bei mir wart, euch die Partie reingezogen habt. Leider ohne Putt. In dem Sinne, habt alle noch einen schönen Abend. Ich gehabt euch, bleibt gesund. Habt innerlichen Frieden, äußerlichen, überall. Wir müssen überall umdenken. Und ja, GZ nochmal an den Sieg für die Attex Boys. Dann sehen wir uns wieder nächste Woche. Nee, morgen sehen wir uns nochmal wieder zum MDLK. 2 Stück, 17 und 18 Uhr. Unicorns auf Lauf um 18 Uhr und davor ja, müsste man auf HLTV gucken. Also, haut da rein. Danke fürs Reinschalten. Morgen auch wieder mit Pat im Duocast. In dem Sinne, habt, genau, das wollte ich sagen, einen schönen Feiertag morgen, die einen haben sollten. Ansonsten fühle ich mit euch mit. Ich muss auch arbeiten. Macht's gut, euer Albi. Ciao, ciao. Everybody loves an underdog. Who needs to be liked? Mountain Dew Amp Game Fuel. Victory in a can.